Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FM24 mit der SG Wattenscheid 09. In der letzten Folge haben wir gegen die TSG Sprockhövel 4-2 gewonnen. Im Moment sind wir auf Platz 6, aber es ist noch nichts, um den Aufstieg zu schaffen. Sportfreunde Lotto und die Sportfreunde aus Siegen sind starke Konkurrenz, genauso wie eigentlich im Augenblick alle, die über uns stehen. Und heute sind wir in der ersten Runde im Verbandspokal Westfalen gegen Westfalia Rönnern, gegen die wir damals in der Liga 3-0 gewonnen haben. Die Frage ist jetzt: Rächen die sich oder ziehen wir unser Ding weiter durch? Wir werden es sehen. Allerdings muss ich euch ganz kurz mal auf den Laufenden bringen, denn ich habe im Off mal geschaut und da habe ich mich nicht auf meinen Scout verlassen, sondern einfach auf mich selber. Und habe ein paar Verträge gemacht. Einmal mit Wadislav Kulinic. War bei RW Essen, vorher bei Schachter Donetsk. Ich habe ihn jetzt einfach mal ein Angebot gemacht und vermutlich hat er das auch angenommen. Der Ukrainer, 18 Jahre jung, damit wir einfach ein paar Auswechslungsspieler mehr haben. Mit Henrik Brauer, der von der TuS Ennepetal auch. Alle, also das ist alles komplett kostenfrei und wir bezahlen quasi nur das Gehalt und ich meine, die hätten auch schon alle angenommen. Dauert nur, bis die kommen. Und Sven Meier für die Defensive links, damit ja, man sieht es hier, bei Dortmund hat er gespielt, bei Duisburg hat er gespielt. Und dann wurde er von Duisburg aussortiert. Es wird vermutlich seinen Grund haben, dass alle drei, ja, dass alle drei keinen Verein mehr haben. Schon richtig. Aber wenn man mal auf unsere Taktik geht, dann sieht man, wir haben halt nur zwei Verteidiger. Und ich sag mal so. Gut ist das nicht, ja. Und man sieht auch, die Jungs, die sind noch nicht da, vielleicht in der nächsten Woche. Und deswegen gehen wir rein. U19 gibt es gar nichts. Also sind die auch nicht irgendwie in die U19 gerutscht, die zwei 18-Jährigen. Von daher, ja, ist es halt so, wie es ist, ne? So, gut. Wir spielen gegen den Westfalenpokal gegen den Westfalia Rönnern. Sehr gespannt, was da passiert. Wir lassen logischerweise die Taktik, wie sie ist. Ja, er will wieder, dass ich das hier ja, change, aber das werde ich natürlich nicht tun. Denn mir gefällt einfach Janik besser auf der hängenden Spitze als auf der Position des Stoßstürmers. Und deswegen lassen wir das einfach so. Macht mich stolz, zeige mich stolz. Effizienz vom Kasten juckt die Stürmer einfach gar nicht. Und dann sind wir auch schon. Aktuelle Form, drei Niederlagen. Ich hoffe, wir sind die vierte. Und da kommen die Mannschaften. Und wir gehen rein ins Spiel. Wir mit dem Anstoß, Janik auf Schuring. Und ja, ich bin auch immer noch auf der Suche nach einem Backup für den Sturm, weil ich suche halt immer noch jemanden, das habe ich auch in den letzten Folgen gesagt, der Felix Casalino, der gefällt mir gar nicht.
Aber er weiß halt, ich weiß nicht, wie inwieweit die Mechanik in diesem Spiel greift, aber er weiß halt einfach, dass er spielt und es ist, kann eventuell so sein, wenn man einen neuen Stürmer hat, dass er sich dann besser macht. Konkurrenz belebt das Geschäft und da hatten wir gerade einen Torschuss, jetzt haben wir eine Ecke. Und der Torwart von Rünnern, der ist verletzt. Habe ich gerade gesehen, was mich jetzt eilig gesagt nicht stört. ja. Kaminski ist auch jetzt mittlerweile on fire. Janik wieder, Kreh. Nachdem er da irgendwie zwei Tore im letzten Spiel geschossen hat. Kaminski. Eieieiei. Trotz Verletzung. Aber wir holen es mal wieder. Ist er am Start? Ja. Fast auch wieder mit seinem nächsten Tor. Und Philly, ja, das war gar nichts. Der lieber flanken sollen. Aber so ist es nun mal. 16 Minuten, 17 Minuten gespielt. Im Westfalenpokal. Ich meine, im Pokal ist alles möglich, aber ich hoffe, dass wir das schaffen. Und da schießt Elmar. Ja, das ist blöd gelaufen. Blöd gelaufen. Ermutigen, ich gehe wieder auf ausgewogen, weil da haben die mir irgendwie besser gerade gefallen. Jetzt haben die natürlich das Tor im Rücken. Schöner Ball auf Jani Casa. Casalino trifft das Tor einfach nicht, ne? Er trifft das Tor einfach nicht. Er hätte jetzt, glaube ich, in 4, 5 Spielen. Oder 4 Spielen oder so hat er ein Tor gemacht. Das ist doch kein Stürmer. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, der war frei vorm Tor. Der hätte den reinmachen müssen. Na gut. Wir müssen auf jeden Fall. Tor vor der Halbzeit wäre schon gar nicht mal so verkehrt. Und mehr Ballbesitz haben wir auch. Also wir sind eigentlich statistisch gesehen besser. Ne? Statistisch gesehen sind wir definitiv besser. Jetzt Ecke für Rünnern mit Skrabak. Fili kann ein bisschen klären. Lübke hat den Ball. Schuring mit der Ecke. Kommt die Ecke gut, die kommt gut, aber leider neben das Tor. Schade. Wir sind aber dran an dem 1 zu 1. Die Aspekte Goals, die sind eigentlich für uns. Eigentlich ist alles für uns. Aber irgendwie kriegen wir es nicht geschissen. Hätte Casalino das Tor eben gemacht. Jetzt hat er mir eine Vorlage gegeben. Aber, also ich bin ehrlich gesagt mit unserem YouTube-Star nicht so wirklich zufrieden. Nochmal eine Ecke für uns. Vor der Halbzeit nochmal ein 1-1, das wäre was. Aber Hahnemann hat was dagegen. Casalino hat den Ball. Rentke jetzt. Philly. Sindermann. Auf Kaminski. Schießt mit links. Übers Tor. Halbzeit. Er gibt keinen Pausentee. Gibt eine Klatsche vom Trainer.
Wir können nicht viel machen, außer weiterzugehen, denn wir haben halt nicht die Möglichkeiten auszuwechseln, immer noch nicht. Und wenn, dann wechsle ich grundsätzlich eigentlich erst in der 60. aus. Ich fordere mehr. So, Casolino hat jetzt mal den Ball. Er wird den aber definitiv verlieren. Umut Yildiz übers Tor. Noch sind wir gut am Start. Ich gehe nochmal auf kontrolliert. Ja, wir haben die Chancen. Die Chancen sind da. Problem ist, es passiert dadurch kein Tor. Malcherek auf Lübke. Von hinten wieder Spielaufbau auf den Kleinsten in dem Team. Felix Casalino. Jetzt der Torschütze zum 1:0. Mann, oh Mann, oh Mann. Also eine Runde weiter wäre schon gut. Aber im Moment tun wir uns ein bisschen schwer. Jetzt aber mal. Warum? Also, wo soll der Ball hin? Also manchmal blicke ich das nicht. Ich mache das wieder so rum. Langer Ball auf den Stürmer der Rünnern, aber der kommt nicht an. Casilino auf Kaminski. Kaminski. Müsste eine Ecke geben. Hahnemann hält. Jetzt Eckball. Schuring. Let's go, Jungs. Schöne Ecke, aber da springt irgendwie keiner hoch. Casalino. Allerdings gehalten. Also der wäre anscheinend reingegangen. Jetzt hat Hahnemann den Ball. Wir müssen im besten Falle weiterkommen. Bringt alles nichts. Umut Yildiz jetzt. Wir bräuchten einen großen Stürmer. Einen großen Kosten. Ja, nicht freien Spieler, aber ein. Jetzt, aber Jani, ab. Ja. Warum läufst du denn nicht zum Tor? Warum läuft der denn nicht zum Tor? Warum spielt der ab? Warum spielt er ab? Schuring schießt es 1:1. Hat er gut gemacht, der Kapitän. Ist da, sieht die Lücke zu Schuring. Und dann klappt's. Mann, oh Mann, oh Mann. Wie gesagt, im Pokal ist alles möglich. 1:1. Das sah in der Liga anders aus. Janik hätte einfach gehen sollen. Dann wäre es eventuell auch was geworden. Aber gut, okay. 60 Minuten gespielt. Nochmal eine Ecke. Schuring. Schöne Ecke. Malcherek hatte schon in der letzten oder in den letzten Folgen, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, die Möglichkeit zum Kopfballtor, ging aber als Abseits aus. Aber jetzt schießt er das 2:1, beziehungsweise köpft er das 2:1. Wahnsinnstyp. Wahnsinnstyp, kopfballstark. Und wenn die Ecken nur immer so kommen würden, wäre ich sehr, 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 sehr froh. Wir wechseln aus. Kaminski, ja, will ich eigentlich nicht rausnehmen. Berkan Firat bringen wir für Kre. Damit wir ein bisschen was Frisches am Start haben. Knappe 70 Minuten gespielt. Ich weiß auch nicht, warum die noch kein einziges Mal ausgewechselt haben. Die haben 5, 6 Leute auf der Ersatzbank.
Schuring jetzt. Fili. Schuring. Schöner Ball auf Kaminski. Kann er bloß nichts mit anfangen. Renke holt sich den Ball. Fili schießt. Leider ist daraus nichts geworden. Ich lobe nochmal. Alles andere wäre jetzt Quatsch. Ich gehe noch nicht auf die komplette Defensive. Ich bleibe so, wie es gerade ist. Natürlich kann es in die Verlängerung gehen. Dann haben wir natürlich ein Problem. Was ich aber mache, ist, dass der Torwart das Spiel verzögert. Warum wird immer auf Casellino gespielt? Aber jetzt hat er auch mal einen guten Schuss gehabt. Aber Hahnemann aus Rhönern klärt. Schade, wieder der Ball auf Malcherek. Schade, schade. 80 Minuten knapp gespielt. Unsere Jungs sind da, sind wach. Die haben Bock. Haben Bock weiterzukommen. Kaminski kann aber nicht mehr und deswegen bringen wir Nebi für Kaminski. Auf einer Seite auch gut, dass man so wenig ja, Leute hat, ne? So kriegt jeder Spielpraxis. So, nochmal Abstoß von Hahnemann. Sindermann holt sich den Ball, aber Janik, der sollte, glaube ich, gar nicht auf Janik gehen. Aber Renke auf Nebi, aber Nebi, nee, ist nicht schlimm. Noch sind wir nicht in Gefahr. Hering, Skrabak. Ist das der Skrabak von Schalke? Firat greift da an, Junge. Hallo. Gottes Willen. Gottes Willen. Defensive schwierig. Sollten wir in der nächsten Trainingssession mal in die Defensive investieren. Jetzt nochmal ein langer Ball. Jetzt gehe ich auf Defensiv. Auch wenn es nur noch die letzte Minute ist. So sieht's aus. Spiel verzögern. Zurück. Weiter zurückziehen. Weil es gibt ja immer noch Nachspielzeit. 4 Minuten. Es gibt noch 4 Minuten Nachspielzeit. Konzentrieren, Jungs. Hahnemann wird es mit dem langen Ball versuchen. Aber wir haben den Ball. Mit Nebi. Arda Nebi verliert den Ball. Firat holt sich ihn zurück. Janik Fili. Malcharek. Schöner Ball. Was war denn jetzt? Ah, cool. Nochmal eine Ecke. Weiß jetzt nicht, warum die alle schlecht gelaunt sind, wenn ich sage, konzentriere dich auf die Aufgabe. So, nach knappe 30 Sekunden, dann sollten wir das Ding hier gewonnen haben. Nochmal ein langer Ball, aber damit ist es dann auch, glaube ich, vorbei. Und wir sind in der ersten Runde, und so sieht es nämlich aus, in der ersten Runde weiter im Westfalia Pokal. Ja, alle sind glücklich, alle sind gut drauf. Fantastisch. Und wir sind gespannt auf den nächsten Gegner. Wir gehen mal nochmal ins Training rein. Machen nochmal das Training defensiv. Das hatte ich schon gemacht mit defensiv. Okay. Alle Grundausrichtung, Passspiel ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Defensive. Ich würde hier gerne nochmal Offensive machen.
Nee, Offensive. Machen wir das. Dann sind alle. Hauptfokus liegt zwar auf der Offensive, aber Defensive und Torhüter sind da auch, auch drin. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Und jetzt wollen wir nur gegen Gievenbeck. Gievenbeck. Wo stehen die? Auf Platz 12. Aber das heißt ja nicht, dass wir rein theoretisch gegen die gewinnen. Ja, souverän ist übertrieben, aber wir haben gewonnen. Und das ist wichtig. Hinterher fragt keiner mehr, wie bist du aufgestiegen? Ich hoffe nur, in der nächsten Woche in-game kommt. Die neuen Spieler, wenn es denn möglich ist, dass die dann kommen. Aber ich sag mal so, das soll ja kein Problem darstellen. Ja, hier ist eben immer noch mal 15, ja, dann machen wir weiter. Dann machen wir weiter. Wir warten noch mal bis zur nächsten Trainingseinheit und dann gucken wir mal, ob die neuen Spieler dann gekommen sind, damit die dann auch mit trainieren können direkt. Ja, Maximilian Zunker, das war auch ein Torwart, den ja, den ich mir irgendwie auf die Auswahlliste. Und Karakasch, der wollte nicht. Tom Bertelsmann. Mittelfeldspiel. Hä? Wer ist das? Ach, dann ist mein Stürmer. Eieiei, jetzt wird es ein bisschen eng mit der Kohle. Wenn die anderen drei noch kommen. Aber ist ja auch jetzt in dem Sinne nicht schlimm, aber ich weiß gerade, ich war gerade irgendwie total verblüfft, dass der da gekommen ist. Du kriegst die. Komm, kriegst die 11. Tom Bertelsmann, genau. Den hatten wir ja auch noch auf dem Schirm. Von Osnabrück. Unregistriertes Blödsinn. Du bist registriert. Dann haben wir ja unseren Stürmer. Ist zwar jetzt nicht der größte Stürmer, aber mit 1,78 würde ich sagen, passt das, ne? Yannick ist 1,81, okay. Und Casalino, wenn die hohen Flanken kommen, ist der natürlich komplett raus, ne? Logisch. Ist ja klar. Aber die anderen Spieler, wir haben sechs Sachen im Nachrichtenfach. Aaron Bärzel, der war doch mal bei 60 München, nicht wahr? Ja, oh, der hat aber einiges hinter sich. Der ist aber auch. Etwas älter? Was will er denn haben? Gar nichts, gut. Durchschnittliches Echo ist ja schlimmer als bei Monte. Auf Anzeige für SG Wattenscheid Chef-Scout. Ich hab doch einen Chef-Scout, oder nicht? Ne, hab ich nicht. Warum habe ich keinen Chef-Scout?
nicht. Ach, der ist ja nicht gekommen, ne? Was will denn Roman Böhm? Oder will irgendjemand? Schäffler will den Job. Ja, der Schlechteste. Der Schlechteste. Aber der kostet doch am wenigsten. Nee, für 2 Jahre, Bruder. 75 Euro die Woche als Chefscout. Das soll keiner erzählen. Danke für nichts. So, Schäffler will den Job, dann kriegt er den Job. Reichwein will den Job. Oh, der ist aber. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, sicher. Komm rum. Nee, für 2 Jahre. Jugendabteilungsleiter. Dann können wir nämlich auch eine Jugend hochziehen. Aber die anderen Spieler lassen auf sich warten, ne? Aber der Ukrainer Wladislav Kulinitsch, der kommt. Sehr stark. Sehr gut. Ist er bei der nächsten Trainingseinheit dabei? Ob der jetzt die Leistung bringt oder nicht, ist er ja erstmal dahingestellt. Im Großen und Ganzen, ja sicher. Im Großen und Ganzen. Aber der ist jetzt bei den. Naja. Im Großen und Ganzen habe ich den eigentlich geholt. Damit wir ein bisschen Kadergröße bekommen. Er wird spielen, klar. Ne? Aber. Warte, wer ist der? Der ist linker oder rechter? Ich kenne meinen Spieler. Hallo, gut. Rechter Verteidiger. Was kriegt man denn da? So eine 2, ne? Oder eine 3. Komm, nimm mal eine 3. Kriegt er die 3? Sehr gut. Dann Schuring begrüßen. Aha, gut. Entlastung bei Gehaltsumgeben. Auf gar keinen Fall. Der rettet uns gerade den Arsch und ihr wollt ihn verkaufen. Nee, gut. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Das Spiel ist manchmal witzig. So gegen Thorsten Efgen vom 1. FC Giefenbeck ist unser nächstes Spiel. Aber zu Hause heißt, zu Hause sind wir eine Wand. Nicht. Wir haben jedes Auswärtsspiel gewonnen, aber heim haben wir noch keinen Sieg eingefahren. Wenn das mal nicht ein Problem darstellt. Wenn das mal kein Problem darstellt. So, wir gucken nochmal. Spielerentwicklung könnte besser als wir. Ja, Henry spielt ja auch ganz dauerhaft. Kann ein absoluter Top-Spieler werden. Ja, ich weiß. Aber das ist mir einfach noch zu früh. Vor allen Dingen, weil es ja gerade läuft. Scheffler kommt als Chefscout. Mir wäre es lieber, wenn die anderen beiden kommen würden, die anderen beiden Spieler. Das wäre mir lieber. Reichwein kommt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Freie Stelle, Manuel Probst. Guter Personalführer. Dass ich mich jetzt hier auch um Leute kümmern muss. Ich habe ja nicht meine U19. Was soll ich da mit einem U19-Trainer? Das kostet doch nur. Ich habe zwei Spieler, wenn die eventuell hochkommen, wenn der eine eventuell nochmal kommen würde, dann hätte ich eventuell eine U19 irgendwann mal. Aber so, Kaminski hat super trainiert. Der Kaminski, ne? Der ist, Lübke, was ist da los? Auch mal richtig trainieren hier, ne? Sonst kommt der Daniel und nimmt den Platz weg. Gibt's ja wohl gar nicht. Spielt ja schon Stamm.
Dass Daddy immer tauschen will, ne? Verstehe ich nicht. Vor allen Dingen, ich sehe ja, was ich sehe, und ich sehe, dass Yannick einfach besser auf der hängenden Spitze spielt. Auch wenn er das eventuell gar nicht kann, ich weiß es nicht. Kann er das überhaupt? Ja, Stoßstürmer ist natürlich besser, ne? Aber im Endeffekt kann der, schießt er da die meisten Tore. Er ist ein Knipser, natürlich ist er ein Knipser. Klar. Also, alles andere wäre doch. Ja, okay, komm. Komm, machen wir mal ihn als Knipser. Mal gucken, was passiert im nächsten Spiel. Kulinic werden wir jetzt noch auf die Bank setzen, damit wir das im nächsten Spiel nicht vergessen. Und dann haben wir mit Tom Bertelsmann und Wladislav Kulinic haben wir zwei fantastische Transfers getätigt. Also auf Bertelsmann bin ich definitiv gespannt. Und in der nächsten Folge geht's gegen den ersten FC Giefenbeck. Natürlich an der Lohheider, am Lohheider Stadion. Bei super 23 Grad. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.